10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Man mag sagen, was man will. Am schönsten ist es doch auf der Insel Titiwu, die mitten unter dem Äquator liegt. Auf Titiwu führt Professor Habakuk Tibatong mit seinen Freunden, Wutz der Schweinedame, dem Urmel, Schusch dem Schuhschnabel, Ping Pinguin, Wawa dem Waran, mit Seelefant dem Seeelefanten und Tim Tintenklecks ein Leben, um das man ihn glatt beneiden könnte. Jeden Mittwochnachmittag hatte Wutz, die Schweinedame, ihren freien Nachmittag. Anfangs war ihr das nicht recht, denn es gab immer etwas zu putzen und zu schrubben. Sie war ja schließlich für Ordnung im Hause verantwortlich. Doch Professor Habakuk Tibatong hatte darauf bestanden, dass sie sich wenigstens einmal in der Woche von den Hausarbeiten erhole. Wutz wurde dem Professor nämlich oft etwas lästig, ständig klirrte, klapperte und fegte sie in der Stube herum. So hatte der Professor etwas Ruhe und Wutz ihren freien Nachmittag. Die Schweinedame begab sich an den Strand und spielte wie immer dort mit sich selbst, zum Beispiel feine Dame. Dabei tat sie so, als ob sie sich mit jemand unterhalten würde. Heute ist wieder ein besonders schöner Tag. Oh ja, doch mit dieser ständigen Sonne hat man ständig Schwierigkeiten, den Teint blass zu halten. Oh, du saftige Rübe, eigentlich bin ich ja die geborene Schauspielerin. Nicht nur das, ich erfinde Geschichten. Ich könnte ja sogar eine Schriftstellerin sein. Ich wusste ja immer, dass etwas Besonderes in mir steckt. Die Schweinedame war ganz benommen und beglückt von dieser großartigen Entdeckung. Sie nahm sich ganz fest vor, schreiben zu lernen, damit sie ihre erfundenen Geschichten zu Papier bringen könne. Für die Bewohner von Titiwu war der heutige Tag ein sehr denkwürdiger. Das Urmel entdeckte seine Liebe zum Meer und lernte schwimmen. Das heißt, es ging ins Meer und schwamm sofort, als ob es das Selbstverständlichste auf der Welt wäre. Von diesem Tag an schwamm und tauchte das Urmel täglich im Meer. Professor Habakuk Tibatong machte das sehr nachdenklich, denn er nahm nun einmal nichts als selbstverständlich hin, sondern versuchte, aus allem Folgerungen zu ziehen. Deshalb führte er mit Wutz ein Gespräch darüber. Unser Urmel scheint ein Fischreptil zu sein, Wutz. Ja, auch wir Menschen und alle Säugetiere stammen von Reptilien ab. Das Meer ist unser aller Heimat. Das Meer? Jetzt höre einmal gut zu, Wutz. Wenn es gelänge, die Körperzellen mit bestimmten Substanzen zu sättigen, ich denke da an ein Helium-Sauerstoff-Gemisch, dann müssten wir wie unsere Vorfahren wieder im Wasser existieren können. Oh, im Wasser existieren? Ohne mich, Professor. Professor Habakuk Tibatong machte sich an die Arbeit. In den folgenden Tagen arbeitete und rechnete er. Er experimentierte mit Pflanzensäften und Chemikalien, er schüttelte Reagenzgläser und ließ Flüssigkeiten über Spiritusflammen verdampfen. Kurzum, er war nicht mehr ansprechbar. Ausnahmsweise sang Seelefant, der Seeelefant, einmal nicht auf seinem Felsenriff. Ihn beunruhigte etwas und er wollte dem Professor von einer sehr eigenartigen Beobachtung berichten. Aber gerade heute wurde er von Schusch, dem Schuhschnabel, aufgesucht und so abgelenkt, dass er es zunächst vergaß. Guten Tag, Seelefant! Du müsstest einmal mit mir hinauffliegen in den Himmel! Ja, wenn ich fliegen könnte, dann würde ich es vielleicht auch schön finden. Dafür kannst du aber schwimmen und tief ins Wasser hinabtauchen.
Und das Urme kann es auch. Schwimmen? Schwimmen ist aber nicht dasselbe wie pflegen. Aber beides ist schön. Ja, beides ist schön. Pflegen und schwimmen. Du, Seelefan. Ja, Schusch. Ich will dich ja nicht kränken. Aber vielleicht könntest du dir etwas mehr Mühe mit der Aussprache geben. Wieso? Ich kann dich wirklich manchmal kaum verstehen. Eieieiei. Es heißt zum Beispiel nicht schwimmen, sondern schwimmen. Schwimmen. Und nicht flögen, sondern pflegen. Unsinn, Schusch, Unsinn. Unsinn? Das heißt nicht Unsinn, sondern es heißt Unsinn. Oh, wir wollen uns jetzt nicht darüber streiten, Schusch. Ich muss zum Professor und ihm etwas sehr Wichtiges mitteilen. Du pflegst und ich schwimme. Seelefant schwamm und Schusch der Schuhschnabel flog von Seelefants Felsenriff auf Titiwu zu. Damit war auch der Streit, ob Fliegen nun flögen oder flägen heißt und schwimmen, schwimmen oder schwemmen, vorerst jedenfalls beendet. Am Strand von Titiwu traf Seelefant Wawa den Waran und er bat ihn, den Professor zu rufen. Wawa machte sich eilig auf den Weg und holte den Professor herbei. Seelefant erzählte Professor Habakuk Tibatong von einer seltsamen Beobachtung, die er in der Nacht gemacht hatte. Er hatte große, dicke Tiere mit langen Hälsen gesehen, ähnlich wie das Urmel, und er denke, so sagte Seelefant, dass es wohl Seeungeheuer gewesen sein müssten. Ach, Seelefant, das wird sich alles als ganz harmlos aufklären. Geschichten von Seeungeheuern, die spuken seit Jahrtausenden in den Gehirnen der Menschen herum. Doch fehlt bis heute jeder Beweis für ihre Existenz. Ruf mich, wenn du sie wieder bemerkst. Ja. Der Professor eilte ins Blockhaus zurück, um wieder an einer Erfindung zu arbeiten. In den nächsten Tagen und Nächten sah Seelefant die seltsamen Geschöpfe nicht mehr. Deshalb vergaß er sie. Auch der Professor dachte nicht mehr an Seelefants Bericht. Und so wäre eigentlich alles wieder in bester Ordnung gewesen. Aber leider fiel ihm etwas anderes ein. Die Tiere hatten zu lange keinen Unterricht mehr gehabt. Professor Habakuk Tibatong bekam ein schlechtes Gewissen. War es nicht selbstsüchtig, wenn er sich nur mit seinen Forschungen beschäftigte? Die Tiere hatten doch ein Recht auf Weiterbildung und er war verantwortlich für sie. Zum Sprechen sollten sie nun noch rechnen und später auch noch schreiben lernen. Zur nächsten Schulstunde kamen sie alle. Auf zur Pfuhlwunde! Ja, also bitte seid doch ruhig! Pfuhl ist wir ein. Wollen anfangen! Ja, psst! Ruhe! Es geht los! Also, heute wollen wir mit dem Rechnen beginnen. Rechnen ist in seinen Anfängen ganz einfach. Ja, hier ein Beispiel. Wir nehmen einmal an, Schusch würde heiraten. Schusch, wie aufregend. Hast du dich verliebt, Schusch? Wie heißt denn die Glückliche? Ich sagte doch ausdrücklich angenommen, Schusch würde heiraten. Und angenommen heißt, dass es sich hierbei um keine Tatsache handelt. Würde Schusch heiraten, dann wäre er nicht mehr ein Schuchschnabel, sondern Mann und Frau. Ah, gut, Ome. Richtig. Und Mann und Frau sind wie viele Personen? Na? Also eins und eins? Na?
Hört, hört! Mein Freund Futsch kommt! Futsch mit diesem fliegenden Dings da! Futsch kommt! Futsch mit dem Hubschrauber! Kommt alle raus, ihn zu begrüßen! Ja, 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 Futsch kommt! Futsch kommt! Futsch kommt! Futsch kommt! Futsch kommt! Futsch kommt! Ja, guten Tag. Das seid ihr ja alle. Oh, es ist schön, euch wiederzusehen. Guten Tag, König Futsch. Das ist aber eine Überraschung. Ja, guten Tag, Professor. Ich wollte nur mal wieder nach eurem Befinden sehen und mir vielleicht eine Flasche Lachgas mitnehmen aus der unterirdischen Höhle, in der die Grappe sitzt, um meine Politiker zum Lachen zu bringen. Übrigens haben Sie das Rätsel der Riesenkrabbe nun lösen können, Professor Habakuk Tipatong. Mein Gott, die Krabbe! Die Krabbe habe ich ja ganz vergessen. Was? Wie? Wir konnten uns doch nicht um die olle Krabbe kümmern, weil wir nämlich inzwischen auf einem anderen Tapeten waren. Planeten! Auf einem Planeten in einem wunderpfönen Raum. Ja, das sind ja wieder schöne Geschichten. Kaum zu glauben. Tapetenplaneten. Ein köstlicher Witz. Ja, kaum zu glauben. Ein Witz, Majestät. Ja. Übrigens, ich verspreche Ihnen, in die Höhle einzudrängen. Sie sollen das Lachgas bekommen. Na prima. Also komme ich bald noch einmal wieder. Ach, jetzt hätte ich es bald vergessen. Da hat mir doch dieser Direktor Dr. Zwängelmann einen Brief an Sie mitgegeben. Lieber Herr Professor, hier. Für mich? Natürlich. Für Wutz, die Schweinedame, wohl kaum. aber für Wutz habe ich ein Parfum mitgebracht. Hier, Wutz, riech mal. Wie zauberhaft das duftet. Nicht wahr? Das werde ich an meinen freien Nachmittagen und später bei der Premiere meines Theaterstücks benutzen. Was? Wie? Wutz schreibt an einem Theaterstück? Ja, nein, noch nicht ganz. Ich muss erst schreiben lernen. Aber meine Klauen sind keine Hände. Und da werde ich wohl nie schreiben lernen. Ich könnte mir das durchaus vorstellen. Ein Theaterstück von einem Schwein geschrieben, von einer Schweinedame verfasst, könnte in der heutigen Zeit eine Weltsensation sein. Eine Weltsensation? Ja, ich habe da schon eine Idee. Ich lasse dir eine besondere Schreibmaschine mit ganz großen Tasten bauen. Im Zwei-Klauen-System kannst du dann schon schreiben. Mancher berühmte Schriftsteller kann nur mit einer Klaue, respektive mit einem Finger natürlich, auf einer Schreibmaschine schreiben. Oh, das wollen Sie für mich tun? Natürlich. Als König ist es sogar meine Pflicht, Künstler zu fördern. Noch dazu ein künstlerisches Schwein. König Futsch verabschiedete sich wieder von Professor Habakuk Tipatong und von allen Tieren. Er stieg in seinen Hubschrauber und donnerte davon. Jetzt hört einmal alle her. Wir hören! Ja, ich habe euch doch gesagt, ihr sollt niemanden von unserer Reise nach dem Planeten Futura erzählen. Urmel und Pinguin, ihr hättet euch bald bei König Futsch verplappert. Ich wollte doch nur wegen der Krabbe. Ja, schon gut, schon gut. Ja. Ihr wisst doch, dass man uns nicht glauben wird.
und man mich für noch verrückter erklären würde, als es ohnehin getan worden ist, als ich euch das Sprechen beigebracht habe. So, nun werde ich ja mal sehen, was dieser grässliche Zwängelmann schreibt. Sehr geehrter Herr Kollege. Klingt doch ganz höflich. Oder? Naja, lasst mich bitte in Ruhe lesen und seid jetzt still. Still. Sehr geehrter Herr Kollege, Sie hatten die originelle Idee, mir vor einiger Zeit in einer Himbeersaftflasche einen Brief zukommen zu lassen, in welchem Sie behaupteten, dass Sie ein Urmel aufziehen. Wie ich mir gleich dachte, handelt es sich dabei wieder um einen Ihrer fragwürdigen Scherze, mit denen Sie sich interessant machen wollen. Also eine Frechheit von diesem Zwängelmann. Ich mich interessant machen wollen. Um die Albernheit Ihrer Behauptung zu entlarven, hätte es nicht erst der Bestätigung seiner Majestät bedurft, der auf ihrer Insel auch nicht die geringste Spur des ihrer blühenden Fantasie entsprungenen Urtieres gefunden hat. Na, warte. Ich bin gar keiner Fantasie entsprungen, sondern einem Ei. Du sollst doch still sein, Urmel. Ja, bitte. Ja. Darf ich Ihnen bei der Suche nach Ihrem Urmel vielleicht ein wenig behilflich sein? Ich fand in alten Schiffschroniken und Logbüchern Berichte von Seeungeheuern, die vor einigen hundert Jahren angeblich Segelschiffe in der Karibischen See versenkten. Die Seeleute, die sich damals retten konnten, behaupteten, von ihnen Worte in menschlicher Sprache gehört zu haben. Kaum glaublich, da sie ja damals noch gar nicht lebten und ihnen keinen Unterricht geben konnten. Also das ist doch eine Unverschämtheit von diesem Zwängelmann. Der Zwängelmann ist kein lieber Mensch. Nein. Dumm und frech ist der. Aber wir werden es ihm schon zeigen. Das heißt, ich werde mich ihm zeigen und dann wird er aber Augen machen, wie eben einer Augen macht, wenn er mich das erste Mal sieht. Ja, nun hört mal weiter zu. Der Brief ist noch nicht zu Ende. Der schreibt: Vielleicht, verehrter Herr Kollege, handelt es sich bei diesen Fabelwesen um Ihre Urmel. Also ich würde Ihnen empfehlen, auf den Grund der Karibischen See zu tauchen und Ihre Forschungen dort fortzusetzen. Ich bin sicher, wenn Sie nur lange und tief genug unter Wasser bleiben, werden Sie finden, was uns alle in Erstaunen versetzt. Bitte versäumen Sie nicht, mir Ihren Bericht durch eine, na, das ist doch eine Tiefseeschnecke, übermitteln zu lassen, mit nachmaligem Haha. Ihr Direktor Zwängelmann, der sich nicht von Ihnen verkohlen lässt. So. Was ist denn die Karibische See? Ach, das ist der südöstliche Teil des amerikanischen Mittelmeers. Dort sind früher die Schiffe der Spanier und Portugiesen zur Küste Mexikos gesegelt. Und du glaubst, dass es da wirklich Urmel gibt? Nein, aber ich weiß nicht, warum mir plötzlich die Seeungeheuer einfallen, die Seelefant angeblich gesehen haben will. Oh, Seeungeheuer! Ich bin froh, wenn ich kein Seeungeheuer sehe. Vielleicht sind die Ungeheuer gar nicht so ungeheuerlich? Oh, schon möglich. Jedenfalls muss ich die Entwicklung meiner Tauchtablette beschleunigen und zur Riesenkrabbe in die Höhle vordringen. Vielleicht weiß sie mehr über vorzeitliche Tiere. Mehr als wir ahnen. Oh ja, auf in die Höhle. Ja, aber wie? Pinguin und Seelefant können ja hineinschwimmen, auch das Urmel neuerdings. Aber wir anderen? Du hast doch von Neschnemkopf Otto so einen Wunderapparat bekommen, als wir auf Futura waren. Ja, den Erdwolf mit den Laserstrahlen. Ach ja, wir wollen ihn gleich ausprobieren. Ja, das wollen wir. Der Erdwolf vom Planeten Futura war in einer kleinen Kiste verpackt, die der Professor noch nicht einmal geöffnet hatte. Jetzt machte er sich mit Tim Tintenklecks daran.
Als sie den Apparat von der Verpackung befreit hatten, bemerkte Ping-Pinguin: Er sieht aus wie eine Pfiffskanone. Das heißt doch Schiffskanone. Sag ich doch, Pfiffskanone. Ach was, Ping-Pinguin, wenn du nur endlich einmal die richtige Aussprache lernen würdest. Glaubst du, du frichst Föhner? Still jetzt und Vorsicht, dass mir von euch niemand den Erdwolf berührt. Die Laserstrahlen, die er ausstrahlt, sobald man ihn einschaltet, können jedes Metall, Erde und alle Steine zerschmelzen. So, jetzt rollen wir den Erdwolf einmal an die Krabbenhöhle. Achtung, Achtung, jetzt alle aufgepasst und in Deckung. Alles, alles weg, in Deckung. Was steht denn hier in der Gebrauchsanweisung? Das Rad hier nach rechts drehen, die grüne Klappe öffnen und den roten Knopf drücken. Man sah nur einen winzigen Lichtpunkt an der Felswand. Die Wirkung aber war überwältigend. Wo der Strahl hintraf, verglühte die Erde, zerschmolz jeder Stein. Zischend floss es wie glühende Lava aus einem Vulkan. So bohrte der Erdwolf sekundenschnell ein Loch, dann eine größere Öffnung. Der Professor brauchte das Rohr der Strahlenkanone nur ein wenig zu kreisen. Sesam, öffne dich! Der Berg ging auf. Sie vergaßen Zeit und Stunden. Es war schon dunkel, als der Professor den Erdwolf abschaltete. Zwar wären der Professor und Tim noch gern durch den Berg gestoßen, aber sie verschoben es auf morgen, zumal sie die letzte Schicht mit Hacke und Schaufel beseitigen wollten, um die Krabbe nicht durch den Laserstrahl zu gefährden. Der neue Tag kam wolkenlos. Schon früh machten sich der Professor und Tim Tintenklecks ans Werk. Sie schufteten wie Bergleute im Schacht. Die Krabbe kauerte auf dem Felsen in der Mitte des Höhlensees. Doch wie sollte sich der Professor mit ihr verständigen? Es begann eine Zeit schwerer Arbeit, des Geduldigseins und des Lernens. Professor Habakuk Tibatong mischte ein Riesenkrabbenfutter aus kleinen Meerestieren, vermengt mit einer großen Dosis Tiersprechmedizin. Auf den Verstand der Krabbe wirkte des Professors Medizin sehr langsam. Wutz brachte den Professor auf die Idee, nachdem sie festgestellt hatten, dass die Krabbe keine Zunge besitzt, der Krabbe die Zeichensprache beizubringen. Es vergingen viele Wochen, bis Professor Habakuk Tibatong die Geschichte der Krabbe nach und nach erfahren hatte. Was gibt es Neues über die Krabbe? Ach, Urmel, nichts Neues über die Krabbe, aber viel Neues von der Krabbe. Ihr werdet alle staunen. Ja? Faunen? Erzähle, Pfund, Professor. Ich bin Pfund so gepfand. Ja, ich bin auch gespannt. Also, die Krabbe ist viele hundert Jahre alt. Als sie ein Kind war, lebte sie mit ihren Eltern in der Karibischen See, vor den Küsten Mittelamerikas. Damals fuhren die ersten Segelschiffe von Europa in die neue Welt, die Amerika genannt wurde. Sie hießen Galeonen und waren mit Kanonen bestückt. Oh. Denn sie mussten manchmal gegen Seeräuber kämpfen. Was? Seeräuber? Das ist ja schrecklich. Ja. Tja, schrecklich waren nicht nur die Seeräuber, sondern auch die Stürme und Korallenriffe. Viele Galeonen erlitten Schiffbruch und gingen unter. Ui. In so einem untergegangenen Schiff lebte die Krabbe lange friedlich und unbehelligt, bis eine ganze Herde eigenartiger Geschöpfe wie Seeungeheuer kamen
und sie aus ihrer schönen Behausung vertrieben haben. Seeungeheuer? Vielleicht die Seeungeheuer, die Seelefant kürzlich gesehen hat? Nicht die, aber vielleicht deren Nachkommen. Die Krabbe fühlt sich nämlich verfolgt. Die Seeungeheuer wollten der Krabbe nämlich an den Kragen. Ja, weil sie fürchteten, sie könne sich mit vielen anderen Krabben vereinigen, um nun ihrerseits die Seeungeheuer wieder aus den Schiffen zu vertreiben. Ich denke, es war nur ein Pfiff. Ja, natürlich war es zuerst nur ein Schiff. Aber die Seeungeheuer sollen sich einen Spaß daraus gemacht haben, noch viele andere Schiffe zum Sinken zu bringen. So ist eine ganze Stadt von gesunkenen Schiffen entstanden. Ui. Aus Angst vor den Seeungeheuern wagt die Krabbe es nicht mehr, ihre Höhle zu verlassen. Aber sie trauert den vielen Kindheitserlebnissen nach und besonders ihrem Spielzeug. Ja. Zum Beispiel den Kanonenkugeln, die sie durch den Frachtraum kollerte. Ja. Diese Seeungeheuer Pfad aus gesunkenen Pfiffen möchte ich einmal sehen. Vielleicht, Pinguin, haben wir das Glück. Und offenbar war Zwängelmann in seinem Brief an mich auf einer richtigen Fährte. Wahrscheinlich werden die Seeungeheuer bald wieder hier auftauchen. Warum? Weshalb? Wieso? Sie suchen die Krabbe. Doch sie haben den Zufluss zum Höhlensee noch nicht gefunden. Die Krabbe wäre ihnen hilflos auf den Felsen ausgeliefert. Der Professor hatte sich nicht geirrt. Schon in einer der nächsten Nächte sah Seelefant eine ganze Herde von Seeungeheuern zur Insel Titivu schwimmen. Das Meer wimmelte von Köpfen, die aussahen wie von großen Kaulquappen. Seelefant war nicht feige, er stürzte sich in das Meer, schwamm zur Insel, robbte auf den Sandstrand und verständigte Pinguin und Wawa den Waran, die ihrerseits dem Professor von der Beobachtung Mitteilung machten. Habakuk Tibatong rannte zur Höhle der Krabbe und konnte gerade noch einen Überfall der Seeungeheuer auf die Krabbe verhindern. Nun hatten sie sie gesehen. Grün-gelb schimmernde Haut, Köpfe ähnlich wie der des Urmels, auf einem langen Hals, dicke, unförmige Körper mit einem langen Schwanz. Habakuk Tibatong entschloss sich, der Krabbe zu helfen. Er gab ihr zu verstehen, dass sie die Höhle verlassen müsse. Vor dem Höhleneingang richtete er ihr eine Behausung ein. Die ganze Nacht dachte der Professor nach, grübelte, überlegte und kam wie immer zu einem Entschluss. Er bat Tim Tintenklecks, ein Floßschiff zu bauen, während er weiter an der Vervollkommnung seiner Tauchtablette arbeitete. Zwischendurch füllte er das Lachgas, das aus einer Spalte in der Höhle der Krabbe strömte, in Flaschen ab, wie er es König Pumpernel von Pumpulonien versprochen hatte. Auch der König hielt sein Versprechen. Eines Tages kam er mit seinem Hubschrauber nach Titivu und brachte die Schweineschreibmaschine. Sie sah genauso aus wie jede gewöhnliche, nur war sie viel größer, damit auf jeder Taste eine ganze Schweineklaue Platz hatte. Wutz' Augen schimmerten feucht, so glücklich war sie. Seine Majestät Pumpernel spannte den ersten Bogen ein. Er hatte auch gleich die passenden mitgebracht, so groß wie Packpapier, aber rein weiß. Wutz probierte gleich darauf zu schreiben. A, B, C. Ah, darauf werde ich ein Schauspiel schreiben. Seht nur, wie das funktioniert. Prima, aber ein bisschen laut. Wir werden Wutz ein faltiges Freizimmer bauen. Ja, nun hatte Wutz eine Schweineschreibmaschine und musste lernen. Das Alphabet und die wichtigsten Satzzeichen, Komma, Punkt, Ausrufe und Fragezeichen. Professor Habakuk Tibatong überreichte dem König eine Flasche Professor Habakuk Tibatongs Original-Lachbrunnen. Oh,
Ich danke Ihnen. In dieser Flasche steckt das beste Mittel für Frieden und Völkerverständigung. Je mehr die Menschen lachen, je weniger können sie nämlich über Kriege und sonstiges Unnütze nachdenken. Übrigens, wie konnten Sie denn das Gas verflüssigen? Aber Majestät, das war ganz einfach. So. Wir füllten das Gas in Flaschen. Aha. Und Tim Tintenklecks band an die Flaschen Steine und beschwerte sie, um sie an einer tiefen Stelle ins Meer zu versenken. Oh, sehr gut. Damit wir sie aber wieder hochholen konnten, band er lange Fäden an die Flaschenhälse. Aha. Im Wasser kühlte das Gas ab und verflüssigte sich dadurch. Es war nicht viel, was in einer Flasche blieb. Höchstens 1 bis 2 Kubikzentimeter Lachwasser. Mhm. Aber bei niedriger Temperatur, meist so am frühen Morgen, konnte man das flüssige Gas in eine andere Flasche umfüllen. Und das ging so lange, bis diese Flasche voll war. Fantastisch, fantastisch, wie Sie das gemacht haben. Ich glaube, Sie haben damit der Welt einen großen Dienst erwiesen, Professor. Schön wär's, wenn das Lachwasser sich als nützlich erweisen würde. Wie nützlich sich das Lachwasser erweisen sollte, konnte der Professor ja noch nicht ahnen. König Pumpernel verabschiedete sich und stieg in seinen Hubschrauber. Die Luftschraube des Flugzeugs begann sich zu drehen, immer schneller und schneller. Dann hob sich der Hubschrauber vom Boden ab und flog knatternd davon. Alle machten sich nun wieder an die Arbeit. Urmel, Wutz, Wawa, Ping-Pinguin und Schusch halfen Tim Tintenklecks, das Floßschiff zu bauen, und der Professor arbeitete an der Herstellung der Tauchtablette weiter. Als er die Erfindung geschafft hatte, stellte er bei einer Probe fest, dass jedes Landlebewesen, nachdem es eine von den Tauchtabletten geschluckt hatte, sehr lange Zeit und nach Veranlagung sogar mehrere Stunden unter Wasser bleiben konnte. Jetzt half auch noch der Professor mit, das Floßschiff fertigzustellen. Er sägte, richtete die Maste auf und verteute die Balken. In gemeinsamer Arbeit entstand so ihr Schiff innerhalb weniger Tage. Sie nannten es Titiwu II, weil sie auf ihm wie auf ihrer Insel leben wollten. Am Morgen des 3. August stach Titiwu II in See. Alle waren an Bord. Nur Seelefant blieb, der Krabbe zuliebe und als Botschafter in Bereitschaft zurück. Titiwu II schaukelte aufs Meer hinaus, die Schlummertonne mit Wutz an einem langen Seil hinter sich herziehend. Seelefant winkte mit den Flossen und sang das Lied, das bei jeder Abfahrt eines Dampfers in den Häfen von einer Musikkapelle gespielt wird. Die Fahrt war vom Wetter begünstigt. Der Wind trieb Titiwu II gleichmäßig voran. Der Professor steuerte das Floß nach dem Kompass. Viele Tage umgab sie nichts als das Meer. Täglich übten alle Tauchen. Jeder schluckte eine Tauchtablette und einer nach dem anderen sprang vom Floß aus ins Meer. Bald bewegten sie sich im Wasser, als ob sie immer schon darin gelebt hätten. Eines Nachts legte sich der Wind plötzlich. Die Segel hingen schlaff herab, das Floß machte keine Fahrt mehr. Als der Tag kam und die Sonne über den Himmel zog, hielten sie es vor Hitze kaum aus. Sie holten die Segel ein und spannten sie waagrecht über das Deck. War doch eine gute Idee von mir, das
Pfiffsegel als Fattenfender zu verwenden. Schattenspender heißt das. Sag ich ja, Fattenfender. Da pfau mal, Wutz kommt zu uns herüber gewommen. Hallo Wutz, gefällt es dir in deiner Plummertonne nicht mehr? Gib doch Antwort. Das kann sie doch nicht. Sie hat doch Papierblätter im Maul. Wenn sie dir Antwort geben würde, müsste sie das Maul ja aufmachen und dann wären die Blätter futsch. Komm herauf, Wutz, ich helfe dir. Da. Komm. Dankeschön, Urmel. Ja, was hast du denn da für Blätter mitgebracht? Pinguin möchte es wissen, Wutz. Ich habe ein Schauspiel geschrieben. Ein Pfaupfiel? Ein Schauspiel? Und es heißt Kommissar Wutz und die Ungeheuer. Das ist ja ungeheuerlich. Wir sind auf der Suche nach den Seeungeheuern und Wutz schreibt ein Pfaupfiel über Ungeheuer. Jetzt fehlt uns nur noch Hilfe! Hilfe! Ein Ungeheuer! Wie? Da! Wo? Da. Wie? Was? Was? Ungeheuer! Nein! Nein! Was ist das? Alle schauten aufs Meer. Nur 100 Meter von Titiwu 2 entfernt ragte ein ballähnlicher Kopf auf einem spindeldürren langen Hals aus dem Wasser. Er hatte abstehende Ohren. Er grinste und schmatzte genüsslich. Als er sah, dass er bemerkt worden war, verschwand er blitzschnell. Tot und still lag die See. Der Professor ließ von Tim den Anker auswerfen. Ich glaube, wir sind am Ziel. Und ich werde gleich hinabtauchen. Aha, Professor. Ja, warum? Ich will mit den Seeungeheuern sprechen. Wie denn? Ja, nun, ausnahmsweise glaube ich diesmal dem Zwängelmann, der ja schrieb, dass Seeleute von den Seeungeheuern Worte in menschlicher Sprache gehört hätten. Ja? Wir sollten erst einen Kundschafter ausschicken. Genau, das wäre die richtige Aufgabe für Kommissar Wutz. Kundschafter Wutz? Lach doch nicht. Du bist der richtige Kundschafter, Pinguin. Ich? Ja, Wutz hat recht, Pinguin. Ein Pinguin ist im Meer nichts Ungewöhnliches. Und wer nicht ungewöhnlich ist, der fällt auch nicht auf. Und wer nicht auffällt, ist ein guter Kundschafter. Also? Also gut, Professor, ich mache es. Gib mir schnell eine Tauchtablette, bitte. Tauchtablette, hier, ja. Aber bleib nicht länger als notwendig unter Wasser. Da, schnapp. Danke, von gut. Also dann hinein ins nasse Vergnügen. Da taucht er nun. Doch ob es ein Vergnügen wird? Wird sich noch herausstellen, mein liebes Urmel. Wawa, der Waran, blickte bekümmert auf den Fleck, wo das Meer soeben seinen Freund verschlungen hatte. Nach einer gemeinsamen Besprechung der Lage wurde Schusch, der Schuhschnabel, beauftragt, nach Titiwu zu fliegen, um Selefant als eventuelle Verstärkung zu holen. Nun vergingen bange Minuten, aus denen Stunden wurden. Und sie warteten, die Augen auf das Meer gerichtet, und hofften, dass Pinguin wieder wohlgemut erscheinen würde. Als die Sonne nur noch eine Handbreit über dem Horizont stand, tauchte Pinguin wieder auf. Mit einem unnachahmlichen Satz hüpfte er auf das Floß und rief: Kundschafter Pinguin meldet sich zurück. Gottlob. Erzähl doch schon. Ja, ich bin schon dabei. Setzt euch bequem, denn es wird eine lange Geschichte. Geschichte heißt das doch. Es war eine Geschichte, die alle verzauberte. Pinguin hatte nichts Grausiges zu berichten. Er war keinem Seeungeheuer begegnet. Und doch hatte er viel von ihrer Stadt gesehen. Alle Häuser waren untergegangene Schiffe
und überall auf Masten und Balken leuchtete es grünlich, bläulich, silbern und golden. Die Sonne war längst untergegangen, da erzählte Ping-Pinguin immer noch. Eins ist sicher, diese Geschöpfe, die ich nicht mehr gern sehe, Ungeheuer nenne, nach allem, was ich nun von ihnen weiß, diese Geschöpfe sind nicht nur klug, sie dürften auch, ähnlich wie unser Urmel, aus einem sehr frühen Erdzeitalter stammen. Vielleicht sind sie wirklich mit unserem Urmel entfernt verwandt? Ui, mit mir verwandt? Onkel und Tante und so? Wer ja. weiß, Urmelchen, wer weiß? Das hätte der Professor lieber nicht sagen sollen. Denn sehr spät in der Nacht, als alle anderen schon eingeschlafen waren, dachte das Urmel an Onkel und Tanten. Es dachte an viele kleine urmelähnliche Kinder, an eine große, freundliche Urmelfamilie. Das Urmel suchte des Professors Buch und Bleistift und zeichnete eine Gestalt auf die letzte freie Seite, die ungefähr so aussah wie es selbst. Darunter eine Welle und darunter noch ein urmelähnliches Wesen. Dann malte es einen Pfeil, der vom Urmel zum urmelähnlichen Wesen hinabdeutete. So, dachte es bei sich, das wird der Professor verstehen. Es nahm sich zwei Tauchtabletten aus des Professors Vorrat, schluckte sie auf einmal, rutschte über den Bordrand und tauchte ins Meer. Innerlich jubelte es. Urmel taucht ins Meer zu seinen Verwandten, ins Meer! Urmel streckte den Hals aus und bewegte gleichmäßig den kräftigen Schwanz. So glitt es in die rätselhafte Tiefe. Am Morgen wurde das Fehlen von Urmel und seine Zeichnung entdeckt. Wutz ereiferte sich, dass man sofort nachtauchen müsste. Der Professor verteilte die Tauchtabletten und zog sich seine Jacke über, in dessen linker Tasche noch eine kleine Flasche Original-Lachbrunnen steckte. Tim Tintenklecks verband alle mit einem Seil, das verhindern sollte, dass einer von ihnen in der Tiefe des Ozeans verloren ging. Seid ihr alle fertig? Ja, fertig. Ja, wir sind alle also, fertig. Dann ja. Eins, zwei, drei, los. Und, ja, los, hopp. Titiwu 2 schwankte, die Masten neigten sich zur Seite. Und als sie sich wieder aufgerichtet hatten, war von der Seilschaft der Taucher nichts mehr zu sehen. Möwen umkreisten das verlassene Floß. Schwimmend, rudernd oder mit den Füßen paddelnd, drangen die Freunde in den unergründlichen Ozean hinab. Den Kopf voran führte sie Ping-Pinguin. Sie kamen an ein Korallengebirge. Durch einen Tunnel schwammen sie in die märchenhafte, leuchtende Stadt. Und zum ersten Mal sahen sie eines der merkwürdigen Wesen in seiner ganzen Gestalt. Es lässt sich am ehesten als eine Schildkröte ohne Panzer beschreiben. Sein Schwanz und sein Hals waren gleich lang. Es hatte einen runden, schwammigen Kopf mit tellergroßen Augen. An seinem ovalen, dicken Körper hatte es vier Arme oder Beine. Das Wesen forderte die Taucher auf, ihm zu folgen. Sie kamen an einen großen Platz, das Zentrum der Unterwasserstadt, in dessen Mitte sich ein besonders mächtiger Schiffskörper erhob. Gewiss war dies der Regierungssitz des Königs. Das Wesen schwang sich auf das Deck und rüttelte an einer Bronzeglocke. Thank you.
Plötzlich kamen aus Luken und Türen Homosaurier, wie sie der Professor nun nannte, heraus, umringten die Freunde und drängten sie in das Innere des mächtigen Schiffes und in einen Raum hinein, der aussah, als sei er früher die Kajüte eines Admirals gewesen. Auf einem geschnitzten Stuhl saß ein gewaltiger Homosaurier. Gut nass, Verehrtester, oder wie Sie sich hier begrüßen. Ich hoffe sehr, dass Sie mich verstehen können, denn ich hörte, dass Sie unsere Sprache sprechen. So, so, dass wir sprechen können, habt ihr auch schon gehört. Bitschubü. Das ist ja wunderbar. Bitschubü, nichts ist wunderbar. Ihr müsst sterben. Bitschubü, leider, leider. Pst. Aber warum? Großmächtiger Bitscher? Nun, Bitscher, ihr müsst wissen, dass wir an sich friedliche, freundliche und gutherzige Wesen sind. Bitscher. Ach, wie schön! Nein, nicht schön. Das sind sehr schädliche Eigenschaften, Bitschbür, denn sie machen uns fast unfähig, Bitsch, uns zu schützen. Unser Gemüt ist so weich wie unsere tranige Haut. Ihr werdet das Licht, Bitsch, der Sonne nicht wiedersehen, Bitschbür. Das habt ihr eurer Neugierde und der Krabbe zu verdanken, Bitsch. Die Krabbe ist aber sehr nett. Ich habe mit ihr gesprochen. Ich weiß, Bitsch, sie hat unser Versteck verraten. Warum durfte denn die Krabbe nicht in ihrem Elternhause bleiben? Elternhaus? Pfiffla pfiff. Wir mochten sie nicht, Bitsch. Sie hat einen harten Panzer und sehr scharfe Scheren. Und wir haben nur eine schwabbelweiche Haut. Das passt nicht zusammen. Damit hatte der Homosaurier natürlich recht. Er erklärte nun weiter, dass alle sterben müssten, weil sie sonst das Versteck verraten könnten. Wutz bat darum, vorher noch das Urmel sehen zu dürfen. Das Urmel wurde hereingebracht. Der Oberhomosaurier sah das Urmel anscheinend zum ersten Mal. Er machte große, runde Augen. Oh, es sieht Pitschia aus wie, fast wie Pitschia. Ja, ja, das Urmel gehört auch zur Familie der Saurier. Es ist ein entfernter Verwandter von euch. Oh, ich glaube, ich werde ohnmächtig. Mein Gott, die Wirkung der Tauchtabletten lässt nach. Wutz, halt noch aus. Vielleicht, ach, da habe ich noch eine in meiner Rocktasche. Nein, mein Gott, nein, doch. Was ist denn das? Ah, die Flasche Original-Lachbrunnen. Das könnte unsere Rettung sein. Der Professor entkorkte die Flasche und schüttelte sie heftig nach allen Seiten, damit sich der Inhalt mit dem Meerwasser im Raum vermischte. Was soll denn das? Was ist das für ein Gefühl auf einmal? Das ist Lachwasser. Herr Ober, sorry. Das Lachwasser verbreitete sich mehr und mehr, bis jeder in der Unterwasserstadt lachte. Das Lachen wurde zu einem Beben, von dem die See zu schäumen begann.
Oben schwankte das Floß Titivu II, es tanzte auf den Wogen des Gelächters. In dieser Minute kam Schusch mit Seelefant zurück. Sie setzten sich auf das schwankende Floß und konnten sich den Aufruhr des Elements nicht erklären. Kaum aber hatte sich das Meer etwas beruhigt, tauchte Seelefant in die Tiefe und fand die Stadt und seine Freunde. Er stürzte sich ohne Besinnen auf den Oberhomosaurier, um seine Freunde zu befreien. Halt, halt, Seelefant, tu ihm nichts, denn wir sind Freunde geworden. Was? Freunde seid ihr? Ja, weil der Professor uns das Lachen geschenkt hat, schenke ich ihm sein Leben und das Leben seiner Freunde. Ach, ausgerechnet jetzt, wo ich mich so stark fühle. Professor Habakuk Tibatong und seine Tiere kehrten zu Titivu II zurück. Es war auch höchste Zeit, denn die Wirkung der Tauchtabletten hätte keine Minute mehr ausgereicht. Von Bord seines Floßes aus unterhielt sich der Professor lange mit dem Oberhomosaurier. Er nahm ihm das Versprechen ab, die Krabbe auf Titivu fortan unbehelligt zu lassen, und der Professor schwur, das Geheimnis der Homosaurier bis an sein Lebensende unverbrüchlich zu bewahren. Habakuk Tibatong setzte die Segel, der Wind blähte sie, und Titivu II nahm Kurs auf die Insel Titivu. Eine ganze Herde Homosaurier begleitete Titivu II auf der Fahrt nach Hause. Eine ganze Herde Homosaurier reckten ihre Köpfe aus dem Meer, um Wiedersehen zu sagen. Der Professor und seine Freunde winkten ihnen zu, und Seelefant, der auf der Heckseite des Floßes lag, sang zum Abschied ein Lied, in das die Homosaurier einstimmten, so gut sie konnten. Ade, ihre Freunde, wiedersehen, ade.